Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Two Point Hospital. Und in vier Gebäude müssen wir besitzen und die Krankenhausstufe muss noch ausgebaut werden. Das heißt, wir können in der Tat wieder überlegen, noch eine weitere Arztpraxis einzurichten. Denn auch hier werden die Warteschlangen wieder länger. Und da würde ich was vorschlagen, dass wir dann... Ja. Hier noch irgendwo eine reinbauen. Und ja, um die Frage zu beantworten, nein, es laufen keine Mäuse rum, aber hier laufen jetzt Würmer rum. Auch nicht schlecht. So. Dann mal Stufe 1. Aktenschrank. Dann bauen wir hier ein Bücherregal rein. Ja, und das Ziel ist jedenfalls, dass wir mit dem ganzen Kram, den wir hier reinbauen, immer sofort das Zimmer auf Stufe 3 bekommen. Ist natürlich ein bisschen repetitiv immer. Aber hat, glaube ich, den Vorteil, dass wir insgesamt besser wegkommen im Spiel. Müssen wir mal gucken, ne? Weiß ich jetzt nicht. Stay at the Underlook Hotel. You'll never want to leave. Thanks. You're welcome. Amazing. Ich glaube nicht, dass wir das mit normalen Sachen auf Stufe 4 bekommen. This is Two Point Radio. Und dieses Gemälde, das ist ja dann auch, das wiederholt sich dann irgendwann. Aha. Und da werden wir schnell nochmal einen neuen Arzt brauchen. Da haben wir hier richtig guten. Da war ja Glück. Das Ding ist, dass wir jetzt wieder darauf achten müssen, dass wir nicht dann auf anderen Stationen zu wenig Platz für irgendwas haben. Oh, dieses Pausenzimmer, ne? So, dann müssen wir den hier auch mal eben bearbeiten. So, wichtig ist mir halt, dass wir das mal probieren. Ob wir dadurch zügig bei der Krankenhausstufe vorankommen, wenn wir sehr viel darauf achten, welche Einrichtung, welches Level die Zimmer dann haben und sowas alles. Aber ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, es gibt auch zu viel des Guten. So. Ja, Psychologie, brauchen wir auch noch ein weiteres Zimmer. Also, weiterer Psychologe und weitere... Das ist ja auch eigentlich das eigentliche Ziel dieses Krankenhauses, ne? Muss man auch dazu sagen. So. Das Bücherregal, das haut ordentlich rein, ne? Der Teppich auch. Ich glaube, dieser Kamin hier, der bringt nochmal ordentlich was, denke ich mir mal, weil der ist auch ziemlich teuer. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sie das dann
so blöd sind und dann einfach was schweineteuer machen. Da bringt das am Ende nichts. Ja, zu viel Bilder bringen auch nichts. Nigel Bickleworth on Two Point Radio. Welcome back to your favorite radio station with the vastly overqualified Sir Nigel Bickleworth. Wir müssen, glaube ich, mein Personal verwalten. To entertain and to bring some small measure of sophistication to your drab lives. Should any of you have any requests for popular tunes, as ja, I believe people like to call them, do not hesitate to repress that impulse. Dass wir die richtigen Leute zuweisen. Playing any of that drivel. Und zwar. Achso, die können ja gar nicht dahin. Also wer die psychologische Ausbildung nicht hat, der kann die auch gar nicht machen. Aber dann sollten hier die richtigen Psychologen auch keine Allgemeinmedizin machen. So. Würde ich mal so sagen. Die Frau Infinity, die kann Upgrades machen. Auch nicht schlecht. Gut. Und wir haben eine Meldung bekommen. Mark Bungle kann jetzt befördert werden. Er kann natürlich zum Chefarzt. Ein Weiterbildungsplatz, 10% Tempo. Ja, ja. Tja, bereit für Weiterbildung, aber wir sind noch nicht. Wie genau das funktioniert. So, den Leuten ist langweilig. Wir brauchen hier noch ein paar Gegenstände. Ich glaube, diese Blumen, ne? Da müssen wir immer eine andere Blume noch nehmen. Eine Yucca-Palme. Oh, wir brauchen mehr Prestigepunkte. Schnupfen, Gesundheit, kritisch, gelangweilt, leider in Übelkeit, zu warm. Aha. Dem geht's also nicht so gut. So, warte mal. Mir ist ja auch zu warm. So, mal nochmal das Krankenhaus erweitern hier, den Spielplatz abreißen, natürlich. Also diese einzelnen Spezialdinger, die gehen ganz gut, ne? Professor Dr. Becher, natürlich. Und hier fehlt schon wieder Personal. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht hier draußen auch nochmal ein bisschen umbauen sollten. Wo war denn das? Temperatur, Hygiene, Gesundheit. Na, Langeweile. Wir haben ja extra schon so einen Ständer. Wenn ich wenigstens wüsste, ob wir da was verdienen. Aber das sieht man ja irgendwie nirgends. Oder? Oh, die Hausmeister machen die Geister weg. Sehr gut. Patienten. Fortunately, I have equal amounts of sense and money. Ja, die zahlen natürlich viel, aber die kriegen natürlich auch einen guten Service. Aber guck mal hier, Heilungsrate, Ruf, selbst die Personalstimmung steigt. Warum die bei Jumbo Megacorp so viel besser ist, weiß ich auch nicht. Tja, und bei den Einnahmen sehen wir halt, wie gesagt, nicht... Aber guck mal hier, ne? Dadurch, dass wir jetzt das Personal so teuer bezahlen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht irgendwie hier über die Wupper gehen.
Machen wir. Ist natürlich eine Frage, ne? Was dann passiert. Und wir arbeiten uns langsam hoch zur nächsten Stufe. Also das Ding ist 103.000. Also wir verdienen mit diesen Spezialräumen natürlich schon einiges. Und mit den Standardzimmern halt nicht, ne? Repariere 100 Maschinen. Ziel erreicht. Ja, da habe ich auch aktiv dran gearbeitet, dass ich das schaffe. So, haben wir denn irgendwas Neues jetzt auf Stufe 11 bekommen hier an Maschinen? Nein. Nur bei den Gegenständen, ne? Neue Sachen. Und 3% Weiterbildungstempo. Luxus, Snack und Getränke. Ah, ich will so einen Geschenkeladen, aber der ist natürlich auch sehr teuer. Zeitschriftenständer verhindert Langeweile. Den nehmen wir mal. Und ich glaube, das Hauptproblem ist immer noch. Obwohl, mittlerweile geht's. Und da ist jemand traurig, weil er nicht geheilt wurde. Aha. Aber das mit den Arztpraxen, das ist immer noch sehr dünn. Dafür haben wir hier den Arzt glücklich gemacht. Und der Personalraum wird zu klein, ne? Das heißt, wir müssten wahrscheinlich mal auch einen weiteren Personalraum bauen. So, hier mitten rein passt auch nichts mehr. Das haben wir sehr ungünstig gemacht eigentlich. This segment, Sir Nigel Reviews. Today I take a look at the new fine dining establishment, Le Soufflé Triste. And what a delight for the experienced palate this is. The scrambled emu eggs on pickled toast are particularly good. I give it 4 salt shakers. GP ist, glaube ich, General Practitioner. Mein Ziel ist es, weil da hinten den ganzen Raum abbauen und komplett hier reinbauen. Soll ja nur Stufe 4 sein. Und ich glaube, Stufe 5 kriegen wir auch nicht hin. Können wir denn hier noch irgendwelche geilen Sachen frei? Also Klimaanlage natürlich. Und mehr Platz. Kriegen wir denn hier noch ein besseres Sofa oder so?
würde ich jetzt nicht machen. Wo war denn der Fernseher? Da. Haben wir doch auch einen, würde ich doch meinen. War extra teuer freigeschaltet. So, ich glaube. Das geht als Wartezimmer durch. Oh, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir hier das Wartezimmer wegräumen. Räumen stattdessen eine Arztpraxis reinräumen, würde ich sagen. Haben wir überhaupt da jetzt Pflanzen drin? Eine, ne? Nee, gar keine. Oh. Na, das ändern wir nochmal eben. Sonst vergesse ich es nämlich wieder. Reporter on the field, Sally Figblanket, has just returned with her camera crew from another field trip. As to what she was reporting on, I cannot say. Level 5. Nobody tells me anything. Sehr gut. Damit sollen sich die Mitarbeiter dort deutlich wohler fühlen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.